Da bin ich beim ersten Mal auch schon dauernd gescheitert. Oh, und jetzt geht's weiter. Sir, die Stadt steht unter Beschuss. Wir wissen ja, dass Ducker zivile Opfer herzlich egal sind. Schick die Iron Legion hin. Dieser Quadrant ist nicht sicher. Bitte treten Sie zurück. Wir sind hier, um zu helfen. Bitte treten Sie zurück. Wir sind hier, um zu helfen. Wer hat den Angriffsbefehl erteilt? Herr Strucker, es sind die Avengers. Sie haben es auf Zepter abgesehen. Wir werden nicht weichen. Die Amerikaner schicken ihre Zirkusaffen, um uns zu testen. Wir schicken sie zurück. Keine Kapitulation! Keine Kapitulation! Ich werde kapitulieren. Wenn wir den Avengers die Waffen geben, untersuchen sie vielleicht nicht. Aber die Zwillinge... Sie können es nicht mit allen... Nein, nein. Ich meine, die Zwillinge... Ja, was hier fehlt, was im Film... Hast du das nicht kommen sehen? Unsichtbar. Clint hat ziemlich erwischt. Wir müssen ihn hier ausbringen. Ich bring Barton zum Jet. Je eher wir weg sind, desto besser. Du und Stark sichert das Zepter. Geht klar. Bin gleich drin. Zugbrücke ist unten. Stark, hören Sie mich? Über der Festung wurde eine große Anzahl fliegender Feinde entdeckt. Wir müssen sie ausschalten, um Captain Rogers einen Weg frei zu machen. Ja, und jetzt nochmal zu dem Videoclip von vorhin, wo Herr Strucker sagt, die Amis schicken ihre Zirkusaffen, um uns zu testen. Im Film Marvel's The Age of Ultron sagt er noch, wir werden sie in Leichensäcken zurückschicken. Nicht, wir schicken sie zurück. Da ist das Spiel eindeutig zensiert, das merkt man jetzt schon direkt. Und das wird man an mehreren Stellen merken. Später auch noch, wenn da ein Ultron kommt. Dann wird man es auch noch mal merken. Und an der Stelle können wir speichern. Das heißt... Das war's mit dem ersten Part zu Let's Play Lego Marvel's Avengers. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im zweiten Teil zu Schluss mit Strucker.